bei jedem Streben und Machen und Tun und bei der Frage nach Balance vergessen wir manchmal, dass das Ganze auch Spaß machen muss. Wir sind bei der dritten Kernkompetenz für Balance und das ist Lebenslust. Ja, Lebenslust, das hat natürlich was mit Genuss zu tun, mit Lebensfreude zu tun, mit Lachen, mit Spaß zu tun. Und ich möchte mal wieder hier den Vergleich zu diesem Wackelbrett, ihr kennt das jetzt schon, bemühen. Wenn ich jetzt bei meinem Training auf dieses Wackelbrett steige und ich bin so voll verbissen, so, dann wird das nichts. Ja? Wenn ich aber so ein Lachen und gut gelaunt da drauf steige und einfach Spaß drauf habe, egal was passiert, dann wird das Training nicht nur mehr Spaß machen, sondern letztendlich auch erfolgreicher sein. Und genauso ist es natürlich im Leben auch. Ich bin ein großer Fan von dem griechischen Philosophen Epikur. Und Epikur, der sagte, der Mensch strebt immer nach Lebensfreude, nach Genuss. Das ist das allerhöchste Ziel des Menschen. Deswegen haben ganz viele Leute gedacht, hey, der Epikur, der ist so der Philosoph der Völlerei. Und der hat gesagt, nein, Leute, es geht um den höchsten Genuss. Und dieser höchste Genuss muss immer sehr, bewusst stattfinden. Es ist eine Art von cleverem, intelligenten Genießen. Und Epikur hat sich da, ich sag mal, sehr intellektuell mit seinen Schülern darüber ausgetauscht. Der hatte dann auch einen sogenannten Garten der Lust, wo sie darüber philosophiert haben, wie erreichen wir denn den höchsten Genuss, die höchste Lebensfreude. Und ich bin sicher, bei jedem von euch ist es etwas Unterschiedliches. Ja, der eine hat ihn durch den Sport, der andere durch Menschen, der dritte durch Musik. Und hier geht es natürlich ganz, ganz stark darum zu gucken, was bereitet mir den höchsten Genuss. Tipps darin, stehen natürlich wieder hier drin, in Balance. Und da stehen auch ein paar interessante Sachen darüber drin, nämlich was ist denn, wenn ich nicht mehr genießen kann? Wenn ich zum Beispiel einen Urlaub gar nicht mehr genießen kann, sollen dann schon die Alarmglocken läuten? Findet es selber heraus. Ihr könnt das Buch kaufen unter www.conny-hörl.at mit vielen Tipps, vielen Stories von mir selber natürlich und von meinen Kunden. Und freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.